Wissen Sie, was ich entsetzlich finde? Was? Dass ein österreichischer Bundespräsident sich hinstellt und sagt, jeder, der gegen Sanktionen ist, ist ein Kollaborateur. Ja. Nein, aber ich tue jetzt nur recherchieren, ob er das wirklich so gesagt hat, weil ich kann mir nicht vorstellen. Lesen Zeitung, dann wissen Sie, was in dem Moment los ist. Was er wirklich gesagt hat, all jene, die jetzt insgeheim oder ganz ungeniert mit den Interessen Putins sympathisieren oder tatsächlich kollaborieren, gefährden unseren Zusammenhalt. Hört also, der Mann. All jene, die jetzt insgeheim oder ganz ungeniert mit den Interessen Putins sympathisieren. Die Interessen Putins sind auch das Ende der Sanktionen, wie das Ende der Sanktionen auch die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher sind, weil es die Inflation nicht mehr daheben. Wie? Das sind die Interessen. Also, das sind die Interessen des einfachen Konsumenten in Österreich, deckungsgleich mit Putin. Aber dann ist man kein Kollaborateur. Das hat Moskau. Doch, genau das hat er. Okay, also die mit ihm kollaborieren. Okay? Wer kollaboriert mit ihm? Lukaschenko zum Beispiel.